Das muss raus. Das geht besser. Ein Gesprächsformat von und mit Nathalie Senf. Thema heute: Wege zur klimaneutralen Kulturwirtschaft. Fortsetzung des Gesprächs mit Erhard Grundl. Das Thema Krise ist ja nicht nur die Pandemie als Krise, sondern natürlich auch die Klimakrise, die schon vor der Pandemie da war. Und die Grünen haben ein Positionspapier im Herbst erarbeitet, das Green Culture heißt. Was sind da eigentlich die wichtigsten Ziele, beziehungsweise was verbirgt sich hinter den Ideen Green Culture Desk und Green Culture Fonds? Also ich schicke mir voraus, dass ich natürlich jetzt auch abgesehen von Corona, aber das ist auch miteinander verwoben, als sehr große Herausforderung für eine moderne Kulturpolitik natürlich die Klimakrise sehe. Also es gibt ja die berühmten werbenden Bilder über eine kleine Stadt, wo dann nicht das Schwimmbad, wo man feststellt, dass nicht das Schwimmbad der Energiefresser vor Ort ist, sondern das Museum. Also nur ein kleines Beispiel rausgenommen. Ziel unseres Positionspapiers ist es natürlich, wir wollen durch die Maßnahmen die Kultureinrichtungen in ihrer Betriebsökologie fit machen und eine zukunftsfähige Kulturproduktion ermöglichen. Es wird einen Preis für CO2 geben, da wird es sehr real, dass wenn man nicht klimafreundlich ist in den Kultureinrichtungen, dass das wirklich dann auch ans Geld geht, ans Eingemachte. Also muss man vorher darauf reagieren. Das Positive, die Rückmeldungen, die wir bekommen aus der Kulturszene, ist natürlich, dass man bei den Leuten die offenen Türen einrennt. Also es sind sehr viele Menschen jetzt in Deutschland, in allen Bereichen und weit darüber hinaus. Also ich sage nur Julie's Bicycle, England, das war immer so ein Vorbild auch für Teile unseres Papiers, dass wir da was liefern. Und Sie haben es gesagt, es sind zwei große Bestandteile in dem Green Culture Papier. Das eine ist das Green Culture Desk. Das heißt, die Leute, die uns die Türen einrennen, weil sie schon dabei sind, die zu vernetzen, die in einem Desk, also einem Helpdesk, die Best Practice Beispiele, ich komme vor Anglizismen nicht retten, tut mir leid, die da zusammenzuführen. Das ist, glaube ich, ein sehr zentraler Punkt, weil man dann einfach Sachen für sich nutzen kann. Also es ist wirklich so, dass ein Theater da voll gut drauf ist und 50 Kilometer weiter, die überlegen noch, was könnten wir denn machen, und es gibt wenig Austausch zwischen diesen Institutionen. Das wollen wir fördern, das wollen wir auf den Weg bringen. Und dann, wenn die Maßnahmen definiert sind, die es braucht vor Ort, dann sollen die auch finanzielle Unterstützung von Seiten des Bundes bekommen, und dafür wäre der Green Culture Fonds vorgesehen. Okay. Und wir brauchen jede Menge Daten, also es gibt sehr wenige Daten im Kulturbereich. Was brauchen die Häuser, diese Vernetzungsziele und sind Instrumente von Monitoring und Reporting nach eben dem Vorbild von Julie's Bicycle in Großbritannien, das ich persönlich sehr, sehr gut finde und auch nachahmenswert finde. Man muss nicht alles neu erfinden. Ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass ja Bundestagswahlen sind dieses Jahr. Was ist denn Ihr Fazit für die Legislaturperiode? Also wir haben natürlich die Pandemie gehabt, die wahrscheinlich viel überschattet, auch die Bemühungen zur Rettung der Kultur überschatten vielleicht andere wichtige Ereignisse. Vielleicht gibt es da etwas, auf das Sie speziell nochmal zu sprechen kommen möchten. Und dann ist natürlich die Frage, was dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren? Was ist jetzt vor der Wahl wichtig und was ist auch danach noch wichtig? Also ist natürlich klar, die Pandemie hat alles verändert. Die Pandemie hat alles zugespitzt. Durch die Pandemie geht es bei vielen Kulturschaffenden wirklich auch um die nackte Existenz. Und darauf muss aber die Politik insgesamt reagieren. Und da müssen die Hilfsprogramme, also großer Teil der Kulturpolitik auch der nächsten Jahre wird sein, diese Folgen von Corona auf den Kulturbetrieb abzufedern und die Infrastruktur zu erhalten. Weil es ist wirklich, es geht ans Eingemachte. Das spürt man einfach an allen Orten. Und das muss, im Kulturausschuss sind sich da alle Fraktionen, jetzt mal abgesehen von einer Fraktion, sind sich da auch alle einig. Also Sie werden keine Kulturpolitikerin der CDU/CSU finden, die das verneint, sondern die Wichtigkeit wird von allen gesehen. Aufgabe ist es natürlich insgesamt,
das weiterzutragen, eben auch hier über den Kulturbereich hinaus, weil im Endeffekt geht es ja um den Wirtschaftszweig auch. Es geht um die Gelder, die sollen nicht aus dem Kulturetat kommen, sondern die müssen natürlich aus dem Wirtschaftsetat, der ja ungleich größer ist, kommen. Und das ist diese Existenzsicherung für die Kreativen, das ist schon, das wird das Wichtigste bleiben in der nächsten Zeit und ist jetzt auch alles überlagert. Aber natürlich sind andere Themen im Kulturbereich. Wir bringen nächste Woche einen Antrag zu Geschlechtergerechtigkeit ein. Also das ist ein Thema. Es gab Anfang der Wahlperiode die Brüsseler Erklärung von Claudia Roth und mir, wo 80.000 Leute bisher unterschrieben haben für die Freiheit der Kunst. Und Freiheit der Kunst ist für mich nicht möglich ohne Zugangsmöglichkeiten. Und wenn ich sehe, wie unterrepräsentiert Frauen in den Entscheidergremien und den Verbänden im Kulturbereich sind, dann denke ich, dann ist es ganz, es sind 22%, aber ich will hier nicht mit Zahlen rumschmeißen. Diese Geschlechtergerechtigkeit ist so ein wichtiges Element für Teilhabe, für eine gerechte und vielfältige Gesellschaft insgesamt. Was natürlich für mich auch sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Erinnerungskultur. Erinnerungskultur 75 Jahre nach dem Krieg. Die Zeitzeugen versterben, die Gesellschaft verändert sich auch. Und dem muss die Erinnerungskultur Rechnung tragen. Es gibt immer noch nicht anerkannte Opfergruppen des Nationalsozialismus. Wir arbeiten gerade an einem Antrag, der auch die Opfer der Euthanasie als Opfergruppen anerkennt. Weil das geht weit in die Gesellschaft rein. Da sind auch die Tätergruppen nicht so leicht zu identifizieren, sondern auch die Tätergruppen gehen weit in die Gesellschaft, in die deutsche Gesellschaft dieser Jahre hinein, hat auch Wirkung bis heute. Das ist etwas, was mich umtreibt, wo auch wirklich Kulturpolitik gefordert ist. Und in dem Zusammenhang vielleicht, für manche mag es eine Fußnote sein, ist natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Haus Hohenzollern, wo es um Rückgabe geht und die sich aufs Ausgleichsleistungsgesetz berufen. Auch da geht es darum, dass wir als parlamentarische Demokratie sagen müssen, stopp, wenn jemand versucht, die Geschichte umzuschreiben, dann müssen wir da reingehen, weil auch das ist wirkungsmächtiger als jetzt der einzelne Fall. Natürlich gilt Recht und Gesetz für alle, auch für den Adel, aber es geht nicht, dass man im Nachhinein, weil die Zeit vergeht, dass man dann alle Tricks anwendet, um die Geschichte umzuschreiben. Ja, das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema, das Sie angerissen haben, was für mich persönlich auch sehr wichtig ist, ist Gleichberechtigung. Also es ist ja erschreckend, dass die Studien, die es gibt zu Gleichberechtigung in den darstellenden Künsten, dass es hier einen viel größeren Unterschied gibt zwischen den Geschlechtern als in fast jedem anderen Bereich unserer Gesellschaft. Ja, also der Gender Pay Gap ist in den darstellenden Künsten tatsächlich größer als in anderen Wirtschaftszweigen. Und Frauen werden sehr viel weniger repräsentiert in den Positionen oder auch auf der Bühne oder in Filmen, in Rollen als Männer. Da gibt es zum Beispiel vom Deutschen Kulturrat ja eine Studie, die heißt Frauen in Kultur und Medien, die das sehr deutlich macht. Ja, da war ich sehr erschrocken, als ich das gelesen habe. Das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema und was ich auch in unserer Gewerkschaft tatsächlich voranbringen möchte. Und ja, ich bin froh, dass Sie das auch als wichtiges Thema sehen. Und ich möchte Ihnen sehr herzlich danken für dieses Gespräch, Herr Gründel. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Ja, Frau Senf, ich danke Ihnen für die Einladung und ich hoffe auch, dass wir in Kontakt bleiben. Und es braucht Mitstreiterinnen auf allen Ebenen und ich freue mich, wenn wir da weiter zusammenarbeiten könnten. Vielen Dank. Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss.